gerade als linker Musiker in Deutschland, musst du Geld mitbringen. Das muss man vorne am Eintritt, musst du jedem Zehner in die Hand drücken. So. Das ist immer diese Tendenz, gerade linke Bands, also dermaßen in den Arsch zu ficken, dass die irgendwann keinen Bock mehr haben. Großer Kommerz, Digga, weil das Spritgeld kriegt man ja umsonst und die Anlagen auch und die Übungsräume müssen auch nicht bezahlt werden. Du musst dann die Miete ja nicht bezahlen als